So, hallo und herzlich willkommen alle miteinander. Es ist ein freudiger Tag heute, denn ich habe dieses Level tatsächlich doch, ja, wie sagt man, ich habe das Secret Exit gefunden. Und ihr könnt mir glauben, ich war hier so einige Male drin. Und es ist einfach so unfair. Es ist einfach nur unfair. Es ist wirklich einfach nur unfair. Und wie ihr seht, hältst du mich hier auch gerade überhaupt nicht auf den Sitzen. Ich möchte sofort dahin. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wo es war. Ne, hier bin ich schon zu weit. Ah, okay. Also, man geht ja recht in der Annahme, dass man, wenn man runterfällt, dass man stirbt. Aber hier kann man reinspringen. Ja, das kann natürlich keiner wissen. Es ist aber nun mal so. Und dann ist hier der Schlüssel und dann kann man das Ding wieder zurückgehen. Oh, und das habe ich einfach nie gefunden. Und jetzt gehe ich dann nochmal durch die Röhre. Ich habe es einfach nie gefunden. Und jetzt habe ich ihn, den Secret Exit. Er konnte nur noch da sein. Und da ist auch der rote Switch. Okay, dann fehlt uns nur noch der blaue. Gucken wir uns mal an. Okay, hier ist alles rot. Okay. Ja, war schon ein bisschen... Ja... War jetzt auch nicht schwer. Vielleicht geht es noch weiter, mal gucken. Ja, es geht noch weiter. Und jetzt sag nicht... Oh ne, komm. If for any reason you make a mistake, enter the store to reset the room. Also the red blocks in here as well. Also the red blocks in here are swallows. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man hier resetten. Also wohl wieder so ein kleines Rätsel. Ah, okay. Kriegen wir wahrscheinlich. Ja, das war jetzt nicht so gut. Ah, okay. Kriegen wir hier ein... Ach so, ein silberner P-Switch. Mit dem silbernen P-Switch gehen wir dann zurück und können hier die Mancha wegmachen. Dadurch kriegen wir Springboard. Mit dem Springboard können wir hier oben die beiden blauen P-Switche nehmen. Drücken wir schon mal ein. Dann können wir hier die erste Schicht wegmachen. Ich will mal eben gucken, ob man hier rein kann. Nein, kann man nicht. So. Dann kann man jetzt nämlich die zweite Schicht wegmachen. Dann kann man jetzt wieder den P-Switch drücken, die nächste Schicht wegmachen. Und dann drücke ich einfach mal einen Speed-Knopf, weil ich da jetzt keine Lust habe drauf zu warten. Und dann sind wir auch schon auf dem Switch drauf und haben ihn aktiviert. Switch Palace activated. Mach doch weiter. Okay. Okay, so, das haben wir. Also, wo können wir jetzt weiter? Entweder der kleine oder der kleine oder die große Burg. Das war ein Fehler. Da wollte ich nicht rein. Machen wir erstmal die kleine Burg. Die große dann am Ende. Oh! Das hat schon mal nicht so gut geklappt. Okay, drüben sind wir. Yoshi-Coin, die lasse ich jetzt einfach mal. Kann man hier drauf? Ja, kann man. Gut, dann kriegen wir hier einen Pilz und dann gucken wir mal weiter. So. Hier durch. Oh, das war knapp. Naja, das war jetzt blöd von mir. Das konnte gar nicht klappen. Und das war noch schlechter. So. Och, ich lasse mich hier mal fast... Ach, komm schon. Okay, da sind wir immerhin durch. Und... Mord. Okay. Ich will nicht sagen, dass es jetzt hier beim Schwierigkeitsgrad sonderlich schwieriger geworden ist. Aber man muss jetzt schon mal hier eben ein bisschen gucken. Oh, das war Glück, dass ich den jetzt nicht berührt habe. Ich weiß nicht genau, wofür das jetzt... Achso. Ah, ich jetzt verstehe ich die Sache. Okay. So, oha. Okay, da muss ich jetzt mal eben gucken. Und hoch. Und ja. So. Ja, alles leichter als es aussieht. Ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. So schwer ist es jetzt wirklich nicht.
Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen knackiger als sonst so alles Mögliche hier. Gucken wir mal, hier oben kann man drüber springen, ganz locker lässig. Da unten sind aber noch ein paar Blöcke, wo ich mal gucken will, ob es da ein Power-Up gibt. Weil wir eigentlich genug Power-Ups haben, da gibt es auch nichts. Und jetzt müssen wir wieder hier hinten hoch. Das ist natürlich auch so eine Sache. Hätte jetzt nicht sein müssen. Gut. Da oben ist eine Feder, eine Blume, wollte ich schon sagen. Es war so klar, dass ich vorbeispringe. Ach. Und ich habe mich fast safe stated. Na egal, machen wir es einfach so. Holen uns die Feder. Und können dann wahrscheinlich hier hochfliegen. Oder was? Naja, wenn man jetzt noch das Loch treffen würde, dann wäre das schon mal eine Hilfe. Loch treffen ist meistens immer. Und auch wieder, also die Yoshi Coins haben hier schon echt so einige. Also, ja, wie sage ich das jetzt? Auf die Yoshi Coins wurde geachtet. Da sind auch mal ein paar Sachen eingebaut worden, nur für die Yoshi Coins. Was natürlich nicht schlecht ist, aber es war wahrscheinlich, kommt es ein bisschen zu kurz, weil nicht viele Leute die Yoshi Coins alle einsammeln. Aber ihr habt es ja gerade gesehen, es war eigentlich ganz, ganz nette Idee. Ja, mit der Yoshi Coin, und es wurde halt extra nur wegen dieser Yoshi Coin gemacht. Manch einer hätte das einfach ausgelassen, weil es dann wahrscheinlich weniger Arbeit ist, aber gut. Es soll mir jetzt hier nicht negativ aussehen. Und die Sprünge von diesen Ketten, die kriege ich nie richtig hin. Da muss man immer ganz an die Seite ran, und dann von der Seite kann man gut abspringen. Aber das muss man dann auch erstmal hinkriegen. So. Das Schloss ist ohne Endgegner. Das haben wir optimal geschafft. Und dann geht's auch direkt weiter. Hier ist nochmal Soft Skies oder Skies oder keine Ahnung. 3. Wahrscheinlich soll es Skies heißen. Ja. Wäre irgendwie logisch. Das sieht aber gar nicht so soft aus. Es sieht eher ein bisschen, ja, super. Eher ein bisschen, ängstlich aus. Also, nicht, also das sieht nicht ängstlich aus, aber ich sehe wahrscheinlich gerade ängstlich aus. Und das war nicht optimal. Sieht ziemlich furchteinflößend aus. Das ist das Wort, was ich gesucht habe, und ja. Es gibt keinen Secret Exit. Na, das ist das Problem an Rewind. Dass man da manchmal an Stellen, da kann man gerade nicht, und ja, keine Ahnung. Boah, jetzt bin ich wegen den Slowdowns runtergefallen. Ja. Boah, Slowdowns. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Und jetzt... Ja, und jetzt bringen mich die Rebinds wieder bis nach hinten komplett durch. So, hier sind wieder Slowdowns. Und Save State machen, okay. Und wir haben uns direkt mal versafe stated. Aber der Rebind ging diesmal besser. Gehen wir mal oben. Ja, ich wollte eigentlich oben lang, aber es hat nicht ganz geklappt. Ja, wenn ich Rewinds mache, dann muss ich die Tastatur benutzen, weil ich dafür keinen Knopf mehr frei. Also eigentlich hätte ich schon einen Knopf frei. Aber ja. Ich habe keinen Knopf an meinem Gamepad, was ich da gut benutzen könnte für. Und deswegen kann ich halt auch nicht reagieren, wenn der wenn das Rewind geladen wurde. Versteht ihr, was ich meine? If you mess up in the next room, you can re-enter the horizontal pipe at the start of the room to reset the room. Okay. Also den nächsten Raum kann man wieder resetten, weil da wird wohl irgendwie wieder ein Rätsel oder ähnliches sein. Was soll ich sehen? Aus welchem Grund sollte ich das jetzt hier resetten wollen? Nein, nicht einsammeln. Oh, es ist aber viel Slowdown in diesem Level, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Also ist ja schon so ein bisschen nervig.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob es kann auch sein, dass es einfach an meiner Emulator-Version oder ähnliches hängt, weil ich das auch beim normalen Super Mario World hatte, einige Slowdowns manchmal. Und ich andere LPs gesehen habe zu Super Mario World, wo die keine Slowdowns hatten. Also ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass irgendwas hier bei mir nicht stimmt. Aber es ist halt ein bisschen ekelig gerade mit den Slowdowns. So, das sollte dann hier der Exit sein. Ja, trefft doch. Baseball diesmal nicht. Und zack, ab ins Ziel. Waren wir eigentlich schon mal beim Bonusspiel in diesem Hack? Ich glaube nicht, ne? Das ist natürlich jetzt die Frage, ob das der ganz normale Bonusraum ist. Dann brauchen wir da nicht unbedingt hin. Aber es könnte natürlich auch der nicht normale, sondern der ein anderer sein. Dann würde ich ja natürlich gerne meinen. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal in den nächsten Leveln so ein paar Sternpunkte, damit wir mal im Bonusraum uns angucken können wenigstens. Jetzt sind wir hier in der Hauptburg von der Welt, von der Luftwelt, von der Himmelwelt, wollte ich sagen. Ach komm. Das muss doch nicht sein. Und genau. Ach komm, das kann nicht sein. Oh. So. Jetzt mache ich erstmal ein Safe State, damit ich da eine sichere Basis habe. Okay. Ja. Feuer, da sind Stacheln, da ist ein Abgrund, da ist das goldene Ding, das springt uns entgegen. So, das haben wir gut geschafft. Man, manchmal laber ich auch. Manchmal. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen wollte. Auf jeden Fall war es irgendwie gekraft, obwohl es gar keinen Sinn macht. Okay, Kamehameha. Ist nicht unbedingt mein bester Freund. Oh, ich hätte ihn vielleicht nicht töten sollen. Nein! Och, komm schon, ey. Ach, komm. Mac, der nervt mich. So ist nicht ein bisschen blöd, solche Parts. Och. So, komm. Ist hier wohl irgendwo ein Power-Up? Ich weiß es nicht. Ja, hier können wir jetzt ja nichts machen, außer warten, dass Kamek hier mal. Ach komm. Ach komm. Ich hab hier gerade irgendwie. Ach komm schon, Kamek. Das kann dann jemand anderem erzählen. Slowdown. Wie ich es hasse, wenn Kamek. Wenn man auf Kamek springt und ihm interessiert es nicht, weil er noch in seiner Erscheinungsgestalt ist oder was auch immer, ey. Okay, das war jetzt schon ein bisschen kniffliger, aber für. Es ist auf jeden Fall für jedermann schaffbar. Ich mache hier gerade unglaublich dumme Fails. Ich weiß auch nicht wieso. So. Jetzt sind wir beim Endboss. Puh. Mach hier mal ein Safe State. Ach was. Super Mario Bros. 2. Oh. Gut. Mein Gamepad wirft nicht nach vorne. Deswegen habe ich hier gerade ein paar Probleme, ihn zu treffen. Jo, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen knifflig. Ach komm schon, der wäre gut gekommen. Hä? Dass er sich selber verletzt hat. Zweimal haben wir ihn auf jeden Fall schon getroffen. Ja, der war sehr gut. Oh, der war sehr gut. Dreimal haben wir ihn getroffen. Mal gucken, wie oft wir ihn noch treffen müssen. Oh, wenn der jetzt in meiner Hand explodiert wäre, das wäre nicht so gut gewesen. So, super. Vierter Treffer. Und, komm ey, der war auch gut. Und ein fünfter, und das war's. Wir haben die Maus besiegt.
Ich kann euch jetzt nicht viel zu der Maus erzählen. Auf jeden Fall ist sie aus Super Mario Bros. Ich sag mal so. Aus Mario Bros. 2, wo man auch mit Peach und Todd und Luigi spielen kann. Glaube ich zumindest, dass da die Maus war. Wenn nicht, korrigiert mich, aber ich glaube, das war schon in dem. Aber ich muss sagen, dass das Mario Bros. 2 habe ich gar keine. Also, ich habe schon Erinnerungen daran, aber so an die Geschichte und ans Drumherum nicht. Weil man. Da taucht dann irgendwann Kirby auf und blauen Blub und aber so geschichtlich gesehen weiß ich nicht, worum es da geht. Aber das Spiel kenne ich. Und das werden wir bestimmt uns auch irgendwann nochmal angucken. So, die Himmelswelt haben wir hinter uns gelassen. Der Part ist zu Ende. Wir gucken mal, wo wir jetzt rauskommen. In einer Bergwelt. Und in dieser Bergwelt sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Das war euer Cornel. Auf Wiedersehen und ciao.